Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich kam jetzt ein bisschen mit dem Aufnehmen nicht hinterher, was Starfield angeht. Da will ich mich mal entschuldigen. Ja, es ist jetzt auch sogar schon der... Welcher Tag ist heute? Der 17. Dezember, wo ich das hier jetzt aufnehme. Und ich versuche auch die Folge vielleicht sogar noch heute auch am 17. rauszuhauen. Könnte aber schwierig werden. Ich muss jetzt aber auch mal die Sachen hier verkaufen gehen. Wo haben wir die Handelsgesellschaft? Da hinten, ne? Wir sind ja ein bisschen überladen. Zur Handelsgesellschaft und zu denen können wir hingehen. Gucken, ob wir da die Sachen verkaufen können, die wir haben. Ich bin der Besitzer, kein Ich Schwitz. weiß, wir sind Schön in für dich. Sicherheit, aber ich habe trotzdem Angst. Sieh dich in Ruhe um. So, ich will verkaufen. Ich habe hier so viele Sachen. Die Waffe sieht auch an sich richtig geil aus, die AA-99. So, Barrel Messer brauchen wir nicht. Beowulf. So, Cutter, Drumbeat. Kann die sich nicht mehr leisten. Equinox. So, haben wir noch was für 112? Kraken. Jetzt haben wir noch was für 10. Sonstiges. Tablettenfläschchen hier. Unter Ressourcen. So. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Ja, jetzt. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pässer triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Ja, ich brauche jetzt erstmal die Handelsgesellschaft. Die ist ja hier unten, ne? Unter Deck. Fahren wir mal da runter. Ich finde es aber schade irgendwie, dass die Musik jetzt wirklich so selten geworden ist. Finde ich echt irgendwie doof. Das ist, Vorher hatten wir hier überall ja immer irgendwie ein bisschen Musik, die immer irgendwie gelaufen ist. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Ja. Ich glaube, ich bin schon wie diese Spacer, nur halt anders. So. Genau, da haben wir auch noch mal eine. Sogar auf dem Unterdeck floriert die Eine bessere Handelsaufsicht. Auswahl und angemessenere Preise Widerlich, oder? findest du nirgendwo. Einfach wieder. So, 11.000 hat sie. Und mal gucken, was ich ihr jetzt nochmal andrehen kann. Den Drumbeat kann ich jetzt. Equinox, erzeitiges Sturmgewehr, erzeitige Schrotflinte, Kodama, Kraken, die Maelstrom. So, Maxil, Orion, Osmium-Dolch, Rettungsaxt, Gripshank. So, den kann die sich nicht mehr leisten. Den hier aber noch. 230. Ich wollte schon 230 Gold sagen. 236. Hiervon nichts mehr. Anzüge. Trakalian sieht auch nicht schlecht aus. Kopfgeldjäger auch. So, Rucksäcke. Den kann ich noch andrehen. Jetzt für 73. Was können wir für 73 verkaufen? Kopfbedeckung, Space Trucker können weg. Und meine Arbeitskleidung kann weg. So, was haben wir noch für 38? So, was können wir nochmal für 2 verkaufen? Dichtmittel und... Nee, das nicht. So. Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Jo, kein Thema. Eben Wie brauche ich jetzt gefällt dir noch die einen Händler. Laserpistole? Da vorne hatten wir ja noch einen, der nimmt noch alles an.
Ansonsten müssen wir oben auch nochmal die ganzen Läden durchgehen. Hier. Wenn du mich Antonio. Über. Klar doch. So, ich muss ja jede Menge Scheiß loswerden. Der hat aber nicht so viele. Der Speer ist veredelt. Den kann ich noch andrehen. So, für 50 habe ich glaube ich nichts. Werfbare Items, Inferno-Mine. 70 Wert. Kryomine, 79 Wert. Das 57. Ich weiß nicht. So, jetzt noch ein für 1. So. Hey, mach's gut. Auf zum nächsten Händler. Boah, wenn man überladen ist, da braucht man echt viel zu viele Händler. Trade Authority. So. Ich glaube, die Ärztin hat nicht so viel Geld. Hatten wir nicht hier irgendwo den Waffentypen? Jetzt muss ich eben so. Ne, den Waffentypen haben wir ja gerade. Ich glaube, ich muss oben verkaufen, weil hier unten haben wir, glaube ich, alle Läden schon durch, oder? Hier oben haben wir, hier unten haben wir alle durch. Wir müssen oben noch weiter verkaufen. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Hä, es ist doch ruhig. Was soll denn jetzt los sein hier? Und... Raumhafen. Erinnert ihr euch noch an den einen Typen, der in der Kneipe war hier? Im Café hier? Der hier war? Bei dem? Der dort an der Wand gechillt hatte. Der hier gechillt hatte. Wisst ihr den noch? Kann das sein, dass der auch ein Sternblüter war? Weil der hatte irgendwie... Guten Morgen! Gerade eben habe ich noch über dich geredet. Nicht schon wieder, Nissa. Kein Bedarf. Ich sag's ja nur... Diese Felsen, die du ausbuddelst, halten dich nachts nicht warm. Ich sorge mich bloß um dich. Danke, aber mir ist warm genug. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Alles gut. Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Hat die mir gerade was einfach gegeben? Ich würde jetzt aber nochmal nach oben gehen wollen. Welche Quest haben wir eigentlich gerade auf? Sprich mit Vladimir, um Tempel zu finden. Ja, komm, wir quatschen mit dem. Auch wenn ich eigentlich jetzt mal die ganzen Nebenquests mal machen wollte. Quatschen wir trotzdem mal mit dem. So, hier. Ab in Mass District. Von da aus kommen wir ja auch relativ schnell zu den ganzen Händlern. Boah, mir juckt die Nase und mein Ohr. Weißt du, kennt ihr das? So, schöner Ladebildschirm. Gerade ist mein Tag schöner geworden. Warum? Was passiert? So, okay, jetzt
schnell. Wo waren nochmal die ganzen Händler? Waren die da? Da hinten, ne? Boah, ich find's doof, dass ich jetzt echt nicht schneller rennen kann. Aber echt, ich finde das gerade richtig doof mit der Musik. Dass wir so gut wie gar keine jetzt gerade haben. Rallian Medical, da wollen wir nicht hin. Orion Tower, nein. Eight Cloth hier ist, da wollen wir mal hin. Erstens gucken, was der für Outfits hat. Der müsste jetzt wieder vielleicht vernünftige, coole Sachen haben. Er hat einen Ausstatter. Sag Bescheid, wenn ich verspreche dir, nirgends finden wir dein nächstes Lieblingsstück. Ja, gucken wir mal. Was hast du denn? Neues hat er einfach nicht, ne? Ich kann ihn nur Klamotten verkaufen, okay. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, okay, gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann hat er halt nichts. So, wo haben wir die nächsten Händler? Ne, hier nicht. Wo waren die nochmal? Die anderen? Auf der anderen Seite, glaube ich, oder? So kann man das einfach nicht handhaben. Man muss die Situation richtig einschätzen. Apropos, was haben wir hier jetzt eigentlich für... Wir haben bestimmt Lebensmittel bekommen. Die alle müssen wir eigentlich auch mal einlagern. Boxgrog. Mit Wasser verdünnter Rum. Enthält einen Schuss Zitrone und einen winzigen Hauch Schießpulver. Wie? Das können wir wegmachen. Das können wir wegmachen. Ach komm, Boxgrog können wir wegmachen. Brauchen wir nicht. So. Spaghetti kann weg. Wir haben auch einfach mal über 400 Kilo bei uns. So, aber wo sind die ganzen anderen Händler jetzt hin? Da will ich jetzt... Sind die da? Ich glaube, das sind die... Ich glaube, da hinten sind sie schon, oder? Gleich ertönt noch SNN. Ne, die da sind sie. Outland. Wurde die Gelbank von der Shore-Bande ausgeraubt. Okay, nichts Neues. Aber ich mag SNN. Also, da gibt es immer wieder was Neues. Ich sag's dir. Das Centauri Mills ist der Hammer. Einmal ein Großeinkauf. So, Outland. Ich hoffe, der hat genug Geld. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal nach Neon fliegen oder so. Um die Sachen zu verkaufen. Das ist aber auch echt viel, was wir jetzt haben. So. Da ist der gute Herr. Ausrüstung ist... Ich würde nie minder. Ja, nur zu... Mal gucken, was hat er eigentlich? Ein Cutter?
Autonitpistole und Lichtbogenschweißer. Anzüge, Bodencrew, Navigator, Space Trucker, Söldner, Tracker Allianz. Dann Deep Reckon, Tiefminen, Sternvagabund. Das, was ich haben will, eher nicht. Hier brauche ich nichts. Aber ich kann ihm dann die ganzen Sachen verkaufen. Er zumindest 5000. Warum? Sternscherbe. So, für 105 kann ich ihm noch irgendwas verkaufen. Irgendwas? Das war ein bisschen zu schnell. Wir sehen uns. Ja, das mit Sicherheit. So, ich muss jetzt wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich nach Neon. Und da sind ja sehr viele Händler an einem Fleck. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, das ist ja Gesichtsoperation. Ja, wir können nicht anders. Wir müssen nach Neon. Wir müssen nach Neon. Da können wir am besten was verkaufen. Alles verkaufen, was wir da haben. Ich finde schön, dass Sarah da steht, statt mitzufahren. Warte mal, können wir von hier aus mittlerweile eigentlich... Ist das, da war ja so ein Dings. Oder warte. Inventar. Wenn wir... Nee, ist es nicht möglich, dass... Von hier aus vielleicht? Frachtraum? Doch, kann ich von hier aus lagern. Ich bin nah genug dran. Okay. Minigun. Das hier. Da haben wir... Das finde ich jetzt super. Okay, wir können... Wir können das alles von hier aus lagern. Immerhin. So, warte mal. Wir haben ja hier den hier. Haben wir den auch normal irgendwie? Ne. Anzüge. Dann können wir das. Dann lagern wir alles einfach mal ein von hier aus. So, und die Ressourcen alle auch noch weg. Dann haben wir wieder Platz. Hilfsmittel. Brauchen wir ja nicht für unterwegs. Und die wiegen ja auch schon sehr viel. So, Notizen. Aufzeichnung des Pilgers.
Was? Quest-Items können nicht, das ist ein Quest-Item. Okay. Was ist das genau jetzt für ein Quest-Item? Für welche Quest? Das frage ich mich jetzt auch. So. Jetzt können wir wieder ganz normal laufen. Perfekt. Warum haben wir das nicht vorher gemacht? Autsch. Dann suchen wir uns mal vielleicht lieber eine andere Quest. Ich habe so, Beweise bringen. Die Beweise zu Lieutenant Toft. Verteidigungsmaßnahmen. So, was machen wir mal? Den das da, Puzzle-Paket nach Cydonia. Können wir das mal machen? Komm. Die schleppen wir schon. Da schleppen wir ja schon Ewigkeiten mit uns rum und Cydonia ist ja nicht weit von uns. Und wir können hier auch nochmal eben verkaufen. So, aus Schiffsinventar. Waffen. So, für 38 kann ich nichts mehr verkaufen, ne? Außer hier Ressourcen. Ja, gut, mach das. Ist nicht mein Problem. So, jetzt wollen wir los. Cockpit. Abheben beendet. Ich finde es gerade heftig, dass unser Schiff immer noch beschädigt ist. Ich dachte, es wäre schon längst repariert worden. Wir sind im Orbit. Ich bin süchtig danach. So, wir wollen die Richtung, ne? Musik. Endlich. Davon kriege ich nie genug. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Keine Schmuggelware bisher. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Dankeschön. So. Hier. Landen wir. Das Camp Synapse Alpha senkt kurzzeitig die Kosten deiner Forschungsaktivität. Wie soll eine Droge Kosten sparen? Das muss mir mal einer erklären. Ach, hier zu dem muss ich damit. Okay. Hey, willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Ich habe ein Express-Paket von Star Parcel für dich. Bringst du das Paket? Hab dich schon erwartet. Hier ist die Bezahlung von Star Parcel. Brauchst du sonst noch was? Ne, das war's. Oh, 10.500. Nice. Dann haben wir die Quest schon mal hinter uns. Und dann kann ich hier auch nochmal den Rest verkaufen. Ich habe hier auch noch... Ne, der hat nichts.
Der hat nur 19? Verdammt. Wie sieht's hier aus? Ich hoffe, die Handelsaufsicht hat noch was für uns an Geld. Das Gemeindezentrum auf P1 ist perfekt. So, wie hieß der nochmal? Maliki oder so? Wir haben alles Mögliche. Frag einfach. Manaki. Lass dir Zeit. Cool. Das machen wir hier. Bitte hab Geld. Ja, er hat Geld. So, aus Schiffsinventar. So viel Geld haben wir? 350.000. Okay, immerhin. So, und... Ach komm. Ressourcen lassen wir mal. Komm gerne wieder. Und weiter. Ach, das lädt immer so lange. Das ist heftig. Heftig, wie lange das eigentlich immer lädt. Ey, aber immerhin eine kleine Nebenquest haben wir schon erfüllt. Immerhin eine innerhalb von 30 Minuten. Ich will mal schauen. Ne, nicht mit Wladimir. Wir können die nächste kleine mal machen, ne? Position der ESC Constant. Finde den Notruf im Charybdis-System. Das klingt interessant. Klingt auch, als wäre das eine vielleicht etwas größere Quest. Wieder mal mit viel Loot wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Dann wollen wir mal dahin, also klingt auf jeden Fall interessant. Und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein System, wo wir noch nicht waren. Landestützen eingeholt. Dann mal los. Ich liebe es im Orbit. So, Charybdis, wo sollen das Wo sollen das sein? Oh. Oh. So weit? Okay, Level 65 brauchen wir dafür. Ja, machen wir mal eine andere Quest dann lieber. So, begib dich nach Eleos. Ah, Ixil, okay, da gehen wir hin. Die Eleos-Zuflucht. Kurs festlegen, ja. Und Sprung. Da, dann gehen wir da. Das klingt interessant. Ich glaube, das kriegen wir hin. Alle Anzeigen normal. Erfolgreicher Sprung. Das nehmen wir mit.
Erwirbt die Kraft aus Yxil 2. Oh, warte, was? Yxil 2. Hier haben wir eine Scanner-Anomalie. Machen wir mal zuerst das. Die ganzen Kräfte einsammeln. So, der Wohlbefinden-Skill. Bringen wir den Vogel runter. So, und verlassen. Sieht aber auch sehr hübsch aus hier. Oh, was für eine Welt. Einfach wunderschön. Ich glaube, ich weiß schon wohin. Ich glaube, ich weiß schon wohin. Kann man sich schon denken. Alter, hier ist ja noch weiß. Oder liegt es an der Entfernung? Käferkrabbe. Ja echt, mir fehlt die Musik. Woran liegt es, dass die Musik nicht mehr läuft in Starfield? Tempel Psi. Okay. Haben wir gefunden. Diese Ruinen sind absolut einzigartig in den besiedelten Systemen. Ja, ich wundere mich aber auch bei den Ruinen. Wenn das von den Menschen gemacht ist. Gehe ich mal von aus. Nee, warte mal. Da muss ich was hinterfragen. Das ist ja nicht von Menschen gemacht, oder? Das ist zumindest nicht beantwortet, die Frage. Die Sternenblüter, die sammeln diese Artefakte. Durchs Multiversum hinweg. Wer hat die dann wirklich hier erbaut, die Tempel? Und wo ist denn der Eingang? Ich habe mich schon kurz erschrocken. Oh. Wir sind drinne. Na, aber wirklich, ich bezweifle, dass es von Menschen erbaut ist. Vielleicht kommt noch ein Starfield 2 und dann kommen da Aliens. Wer weiß. Also humanoide Aliens.
So, die nächste Kraft. Archäologen, die ihren linken Arm geben würden, um hier zu stehen. So, bleib liegen. Wir haben wenigstens die nächste Kraft. Was ist denn das jetzt für eine Kraft? Kräfte? Eigene Atmosphäre. Reinster Sauerstoff bahnt sich seinen Weg, um tiefe Atemzüge zu ermöglichen, um schädliches Kohlenstoffdioxid zu verdrängen. Leben spüren, stelle eine Verbindung zu den Teilchen des Lebens her, um die Lebenskraft aller Menschen, Aliens und Sternenblüter wahrnehmen zu können. Elementarsog, werde zum Anziehungspunkt für die Elemente um dich herum. Alien-Wiederbelebung, ein gefallener Alien-Kreatur wird neues Leben, das Geschenk des Kosmos, eingehaucht, auf das sie in Dankbarkeit dienen möge. Neunzehn Quantum-Essenzen haben wir momentan. Ich will die irgendwie alle sammeln. Alle diese, Kräfte irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also, ich will wissen, was da alles auf uns zukommt. Okay, das finde ich schon mal gut. So, da muss ich hin. Dass mir erstmal da ganz oben im Himmel irgendwas zeigt. So, apropos, wenn ich hier ja schon bin, kann ich direkt hierhin reisen? Ja, kann ich. Ich kann auch direkt dahin, okay. Riogen Industries macht sich einen Namen mit der Erfindung des Neuroamps. Das Unternehmen expandiert anschließend schnell in viele andere Branchen. Das war 2307. Ich habe da was für dich gefunden. Du hast was Schönes für mich? Ich gebe dir alles, was du willst. Hast du was Gutes für mich? Yep, bitte sehr. Harz, danke schön. Bis später, Sweetie. So, Wo ist die Quest hin? Du musst noch hier hin, oder nicht? Kein Wunder, dass niemand für dich arbeiten will. Mein Mann ist verschwunden und du? Du wartest einfach, dass er durchs Tor spaziert? Mr. Halftown, wir versuchen es ja, aber uns fehlt das Personal. Und jetzt denkt mein halber Trupp, dass eure kleine Bande von Knackis uns verschleppen und unsere Organe stehlen will. Mr. Halftown, unser Security Officer, liegt auf der Krankenstation, weil er deinen Arbeiter gesucht hat. Wir tun, was wir können. Ich bitte dich und deine Crew um Geduld. Ihr habt von uns Sträflingen nichts zu befürchten. Wir regeln das. Dann klär die Sache. Sonst haben wir ein Problem. Mein Wort drauf. Erkundige dich nach dem vermissten Arbeiter.
Hallo. Die Eleos-Zuflucht. Tut mir leid, aber die Elias-Zuflucht nimmt im Moment keine neuen Gäste auf. Wir haben Probleme. Vor allem, dass jemand vermisst wird. Aber du kannst dich hier gerne ausruhen und auftanken, solange du willst. Solange dir kein Kopfgeldjäger auf den Fersen ist, der meine brandneue Tür eintritt. Ich könnte euch vielleicht bei dieser Suchaktion helfen. Ach so, ja? Ja. Weil ich nicht sagen kann, ob das eine leichte Aufgabe ist. Aber wenn du den Bauarbeiter findest, stehen wir tief in deiner Schuld. Keine Sorge, ich finde euren Mann. Du hast keine Ahnung, wie sehr mich das freut. Aber wenn du uns hilfst, dann musst du vorher wissen, mit wem du zusammenarbeiten wirst. Die Mitarbeiter hier haben fast alle eine etwas schwierige Vergangenheit. Wir waren fast alle schon einmal im Gefängnis. Aber wir sollten die Zuflucht zu etwas machen, was wir alle gebraucht hätten. Zu einem Ort, an dem die Sträflinge der Galaxie wieder Fuß fassen können. Wir bezahlen ihr Kopfgeld, bilden sie hier aus und bieten ihnen ein Unterstützungsnetzwerk. Ihnen helfen, ein stabiles, langweiliges Leben aufzubauen und die schiefe Bahn zu verlassen. Aber natürlich ist nicht jeder von einer solchen Initiative begeistert. Deswegen wollte ich, dass du das weißt, bevor du einwilligst, uns zu helfen. Das klingt wie ein hehres Ziel. Ich helfe gern, so gut ich kann. Ich weiß nicht, ob ich eure Vision teile, aber ich bin trotzdem bereit zu helfen. Das ist mir egal. Ihr könntet alle kannibalistische Clowns sein, solange die Bezahlung stimmt. Ich brauche etwas Zeit, um mir das zu überlegen. Alle Leute hier sind also kriminell. Der Großteil des Personals hier saß selbst einmal im Gefängnis, ja. Aber diese Mitarbeiter zählen zu unseren ersten Erfolgsgeschichten. Wir haben ihr Kopfgeld bezahlt und ihnen eine Therapie und persönliche Entwicklungskurse verschafft. Jetzt wollen sie anderen Menschen helfen, ebenfalls einen besseren Weg einzuschlagen. Das klingt wie ein hehres Ziel. Ich helfe gern, so gut ich kann. Komm. Du rettest uns das Leben. Am besten fängst du auf der Krankenstation an. Unser Security Officer Greg DiAngelo war auf der Suche nach dem verschwundenen Bauarbeiter, einem Mr. Kilman, aber er wurde dabei verwundet. Er kann dir sagen, wo du am besten mit deiner Suche anfängst. Okay, fangen wir mal an. Ich bin jetzt neugierig. Ich helfe euch gerade, hallo? Haben die auch eine Trade Authority? Naja, wunderschön. Warum baut man so etwas bitte hier draußen, am äußersten Rand der besiedelten Systeme? Keine Ahnung, da weiß ich jetzt keine Antwort drauf. So, aber, wow. Das finde ich cool. Mit diesem Kristall hier. Ist das ein Kristall oder ist das einfach nur ein bunter Stein? Was für eine aufwendige und beeindruckende Konstruktion. Ehrgeizig, aber auch so fehl am Platz in dieser Abgeschiedenheit. Was hat die dagegen, hä? Klassenzimmer. Schön. So. Infirmary? So, Greg D'Angelo. Kann man nicht mal mehr in Ruhe heilen? Es dauert nur eine Sekunde. Ich muss nur wissen, wo ich Killmans Pferd aufnehmen kann. Ach, Sloan hat einen Ersatz gefunden. Tja, dann hast du hoffentlich mehr Glück. Ich habe vor der Anlage ein paar Spuren gefunden. Ist aber recht weit. Keine Ahnung, ob sie von Killman stammen. Aber viel los ist in Ixel nicht gerade. Ich wollte gerade ein Höhlensystem in der Nähe scannen, als ich angegriffen wurde. Da wollte ich als nächstes hin, wenn ich wieder auf den Beinen bin. Fang am besten da an. Okay, finde Killman. Machen wir. Suchen wir ihn. Ich finde das hier aber auch... Machen wir mal so. Was ist denn das hier für ein Raum? Ah, okay. Hier gibt's Futter. Ich
Ich bin sehr neugierig hier gerade. Da stand nicht geklaut. Sarah, du bist da im Weg. Zigaretten. Das zählt als geklaut. Kann man die Türen hier auch wieder schließen oder muss man einen beim Duschen zusehen hier? Was haben wir denn da? Ich habe keine Ahnung, was das für Räume sein sollen. Ich finde es aber interessant, was die hier bauen. Oh, hier haben wir schon mal... Ah, okay. Ich glaube, das sollen die Zimmer werden. Die dann so aussehen werden. Für die Ex-Häftlinge. Jeder bekommt ein eigenes Zimmer. Hier ist auch schon mal eins eingerichtet. An sich ist das ein super. Warte, das haben wir. Wie geht es dir? Wenn es recht ist, wie es es erwischt hätte. Aber die Schmerzen sind ein bisschen besser, oder? Ja, schon. Das ist verdammt schwer, Sloan. So, Meditationsraum? Ah, nein. Da will ich looten. Was gibt's denn da hinten? Hier will ich auch mal gucken. Nein, ich konnte nicht sehen, was da drin ist. Käse und Orange. Okay. Gut, wir gehen raus. Wir gehen weiter. Wir müssten Killman, glaube ich, hieß er, finden. Diesen Weg Richtung. Okay, ich finde das aber mit der Mauer hier schon cool. Es hat schon was. So, wir wechseln aber mal auf die Waffe. So, wir müssen aber auch ein paar Folgen machen, wo wir hier wirklich mal die ganzen Planeten wirklich richtig erkunden. Vor allem, es heißt ja auch, dass diese ganzen Orte sich immer so lange wiederholen, diese Orte, die man finden kann, bis man dort drinne das alles gelootet hat, was noch relevant sein sollte, sagen wir so. Und dann erst quasi Neues generiert wird. Hab ich so mal mitbekommen und auch so verstanden. Korrigiert mich da gerne, wenn es anders ist. Ort entdeckt, Höhle. Klingt schon mal nice. Gehen wir rein. Überprüf mal lieber deine Powerpacks. In so einer Höhle will man nicht ohne Licht dastehen. Danke für die Info, Sarah. Rudel Leuchthand.
Ich loot die mal nicht. Wo ist denn der nächste? Da. Rudelleuchthand. Ist das Ding auch kalibriert? Da ist der nächste. Die sehen aber auch süß aus. Dann mal los. Oh, was haben wir hier? Eisen. Okay, der wird heftiger. Aber ich will die jetzt alle mal gescannt haben. Da hat's geruckelt. So, ich brauche jetzt einen Weg runter. Ich glaube, das ist der Weg runter. Ist überhaupt kein Problem. So viel Pech und Schwefel. 44 Erfahrung, perfekt. Ich scanne alle, bis ich die fertig habe. Oh, da haben wir Killman. Nein, nein, ich gehe nicht zurück. Lass mich. Oh Gott, bitte steck mich nicht wieder in den Sack. Ich mache alles, was du sagst, aber nicht der Sack. Halt, halt, ich bin freundlich gesinnt. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Naja, du musst Killman sein. Zieh deine Schuhe an, wir gehen zur Zuflucht. Warum redest du da? Was ist mit dir passiert? Was mit mir? Du bist nicht... Ich wurde entführt. Er hat mich nach Feierabend überrumpelt, mir einen Sack übergestülpt und mich weggebracht. Ich bin aber abgehauen. Nur kamen dann diese Biester. Also bin ich hier reingerannt. Aber ich habe nichts zu essen und... Bitte, bring mich zurück. Ich will nur nach Hause. Zieh dir die Schuhe an, Kumpel, wir gehen zur Zuflucht. Auch wenn du von meiner Begleitung etwas anderes hörst. Du bist in guten Händen. Versprochen. Oh, Gott sei Dank. Du hast ja keine Ahnung, wie... Los. Verschwinden wir. Schnell. Du kennst den Weg aber, oder? Ja. Komm, wir bringen ihn schnell zurück. Ja, und ich habe mich jetzt gewundert, warum Sarah das nicht gefallen hat. Im Grunde habe ich mir ja gesagt, ich bringe ihn in Sicherheit. Nur halt in anderen Worten. Wo ist er jetzt? Da. Ach, haben beide das gleiche an, oder wie? Nee, nicht ganz. Wo ist denn der Weg? Nee, jetzt ernsthaft, wo ist denn der Weg hin? Ach, da. Ah, hier entlang. Perfekt, wir sind draußen. Hier strahlt es jetzt gerade. Ist es draußen wieder hell? Ist Tag? Ich hoffe, es ist Tag geworden. Hä, warum hat es da gerade so geleuchtet dann? Boah, irgendwie, ich mag den Wald hier.
Irgendwie erinnert mich das auch an die schönen Zeiten der Erde. Kann man, glaube ich, wohl so sagen, oder? Und ich frage mich, wenn es da draußen im All auch so andere Planeten gibt, und mit die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da noch andere solcher Planeten wie die Erde gibt, die eine Atmosphäre haben, wo eventuell Leben ist, ob intelligentes Leben ist, mal dahingestellt, aber Leben zumindest, wo Pflanzen existieren können und so weiter. Wird es da auch Pflanzen geben, die... Er ist zurück. Die genauso aussehen wie bei uns auf dem Planeten? Oder werden die komplett anders aussehen? Oder irgendwie sogar teilweise beides? Himmel, Junge, was ist denn passiert? Ich war draußen. Da hat mir jemand einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Hat wie ein Medipack gerochen. Ich musste auf einem Stahlboden schlafen und... Wer hat ihm den Beutel übergezogen? Was? Warum sollten wir das tun? Und einen intakten Beutel vergeuden? Du redest wirres Zeug, Junge. Komm, wasch dich erstmal. Du riechst wie ein alter Schweißeranzug. Mr. Halftown, ich bin medizinisch ausgebildet und könnte... Halt dich bloß von ihm fern. Finde den Entführer und kümmere dich um ihn, klar? Mir egal, ob es einer von deinen Leuten oder von meinen oder ein beschissener Geist ist. Finde ihn. Natürlich. Wir geben unser Bestes, aber... Ich will keine Ausreden hören. Ich muss wissen, wer das war. Finde einfach den Entführer. Los! Dass Kilman wieder da ist, ist ein guter Anfang, mehr aber nicht. Möchtest du auch den Kriminellen der Galaxie helfen? Hast du den Job deshalb angenommen? Es arbeitet doch jeder nur wegen Credits. Und davon haben die reichlich. Ja, okay. Ich meine, was verkaufen die hier? Sie retten die besiedelten Systeme, indem sie Verbrechern Berufskurse anbieten? Glaubst du echt, dass ein Pirat ganz plötzlich zum Musterbürger wird, wenn er tippen lernt? Ja, mit mehr Möglichkeiten im Leben vielleicht schon. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich halte diesen Plan für naiv. Bestenfalls, darüber habe ich noch nie genau nachgedacht. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Wechseln wir das. Eigentlich mit mehr Möglichkeiten, ja. Du hattest nicht wohl noch nie das Vergnügen mit der Crimson Fleet, was? Und hey, ich weiß, dass manche Menschen es schwer haben. Ich habe schon vielen Ex-Knackis einen Job gegeben. Aber weißt du, wie die ihr Leben umgekrempelt haben? Sie haben ihre Zeit abgesessen und sich einen Job gesucht. Fertig. Diese Option hat jetzt schon jeder. Da braucht man keine Zuflucht. Du hast diesen Leuten ein sicheres Leben geboten, genau wie die Zuflucht. Also stimmst du doch zu. Aber du bist sicher nicht nur hier, um zu diskutieren. Reden wir über was anderes. Na, alles klar. Gut. Mit Sloan will ich jetzt mal reden. Es war wohl naiv von mir, eine harmonische Versöhnung zu erwarten. Aber du hast ihn sicher zurückgebracht. Das ist das Wichtigste. Hier, mit aufrichtigstem Dank. Aber jetzt haben wir eine ganz neue Spur. Wie stehen die Chancen, dass ich dich doch noch für unsere Entführersuche gewinne? Kann ich machen, aber ich will mehr als dieses Almosen. Kannst du, ich werde dir helfen, ihn zu finden. Lass die Credits sprudeln und ich mache alles, was du weißt nicht. Lass mich darüber nach. Ja, komm, wir machen mal Überzeugung. Ich kann Nevin bestimmt überreden, ein paar Credits vom Baubudget abzuzwacken. Mr. Kilman schien kaum Informationen zu haben, aber es gibt da ein oder zwei Dinge, die uns helfen könnten, den Entführer zu finden. Er sprach von einem Geruch, sagte irgendwas vom Medipack. Ja, das stimmt. Dem Geruch nach würde ich auf ein industrielles Antiseptikum tippen. Es gab ein Gebäude, das wir als möglichen Ort für die Zuflucht im Auge hatten, nicht weit von hier. Ein alter Forschungsposten. Das scheint gut auf die Beschreibung des Entführerverstecks zu passen.
Hier, die Koordinaten der Anlage. Mach dich auf den Weg und sieh dich dort um. Okay, danke schön. Ja, dann würde ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.